Hallo Leute, hier ist mal wieder Gadur. Heute mit dem Havanna-Joghurt. Also Erdbeerjoghurt, es steht nur Joghurt drauf, aber er ist eben eher Geschmacksrichtung Erdbeerjoghurt. Man sieht es auch an den Erdbeeren hier drauf. Ist deutscher, man sieht es an den deutschen Warnhinweisen und an der deutschen Steuerbanderole. Ist einer von denen, die mir Mutlu zukommen lassen hat vom Relax Shop. Vielen Dank nochmal an dich dafür. Ich habe ihn mit 5 Teelöffeln, diesmal sage ich ausdrücklich Teelöffeln, der dazugehörigen Molasse angefeuchtet. Zum Schnitt. Na, ihr könnt es hier sehen, relativ grob, aber nicht ganz so grob wie der Havanna Cannabis. Ihr habt da auch nochmal den Deckel der OVP. Er wird in so kleinen Döschen geliefert. Zum Geruch. Ja, wie Level 11 auch schon festgestellt hat, er riecht absolut nach diesen Campino-Bonbons. Schön cremig und etwas säuerlich nach Erdbeeren und Joghurt. Zu meinem Setup. Ich rauche heute mal mit den Coconara-Kohlen. Diese hat mir der Gaston Glock zur Verfügung gestellt. Ich habe jetzt ein paar Monate bei mir liegen gehabt. Ich habe sie ganz vergessen gehabt. Aber ich habe ihm versprochen, auch ein Review hierüber zu machen. Und das habe ich jetzt gerade mit dem Havanna sozusagen zusammengefasst. Mein Setup, ich rauche in meiner Elmas Nagile. Nagile Original. In meiner Elmas Originale. Setup. Das Köpfchen ungefähr 3/4 voll, 3 Schichten Haushaltsalufolie oben drauf und 2 von den Coconara-Kohlen. Die Coconara-Kohlen sind eigentlich halbe Cocobricos, unterscheiden sich auch beim Anzünden nicht sehr von ihnen, also dauert genauso lange. Ist vielleicht schöner, wenn sie schon mal vorgeschnitten sind für verschiedene Setups, wie auch gerade für den Vortex-Pool oder hier für meine Elmas, wenn die Köpfchen nicht allzu groß sind. Dann würde ich sagen, kommen wir doch gleich mal zum Rauch und zum Geschmack. Ja, wie ihr seht, der Rauch lässt sich sehen. Er ist also schön für deutschen Tabak, der angefeuchtet wurde. Zum Geschmack. Ja, er schmeckt wirklich 1:1 nach diesen Campino-Bonbons. Ein sehr leckerer Tabak, der mich im Gegensatz zu dem Havanna Cannabis sehr überzeugt. Also den werde ich mir wohl auch öfters mal in der deutschen Variante holen. Die Coconara-Kohlen sind einfache Kokoskohlen, wie die Cocochas und die Cocobricos auch. Sie haben keinen Beigeschmack. Und sind eigentlich genauso, sind nur schön geschnitten. Es kosten 54 Stück, zum Beispiel bei shishanet.de 3,69 €. 54 Stück, wie viel Kilo mögen das sein? Vielleicht so 2 Kilo, ich weiß es nicht. Sind dann wahrscheinlich etwas teurer als die Cocobricos, aber... Liebe Leute, ihr habt euch in dem Fall die Schnippelei gespart. Gut, so viel von mir. Der Tabak ist eine klare Kaufempfehlung. Ich würde mal sagen 9/10 Punkten, da man ihn anfeuchten muss. Aber ansonsten sehr überzeugend. Also, bis dahin, haut rein, euer Gadur. Ach ja, bitte entschuldigt die etwas schlechtere Qualität des Videos, aber meine Internetverbindung spinnt zurzeit und... deshalb mache ich das Ganze in ein bisschen kleinerem Format, diesmal nicht in HD. Ich hoffe, ihr könnt es euch trotzdem angucken. Also bis dahin, haut rein, euer Gadur.